الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles so wird Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala berichtet, dass Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu folgendes gesagt hat. Eines Tages war der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seinem Reittier und hinter ihm ist mit ihm Mu'adh bin Jabal mitgeritten. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagte dann plötzlich: Mu'adh. Mu'adh sagte: Hier bin ich, O Gesandter Allahs, stets zu Diensten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm nicht und sagte ihm erstmal nicht, was er ihm sagen wollte. Er sagte ein zweites Mal: O Gesandter Allah, er sagte: O Mu'adh. Und Mu'adh sagte: Ich bin da, O Gesandter Allahs, stets zu Diensten. Und dann sagte der Gesandte Allahs ein drittes Mal: O Mu'adh. Und Mu'adh sagte: Ich bin da, O Gesandter Allahs, stets zu Diensten. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder Mensch, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist und dies vom tiefsten Herzen kommt, dieser wird dem Höllenfeuer verboten werden. Daraufhin sagte Mu'adh: O Gesandter Allahs, soll ich den Menschen diese frohe Botschaft nicht verkünden? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn du das machst, dann verlassen sie sich darauf. Und Mu'adh ibn Jabal, heißt in der Überlieferung, hat dann erst gegen Ende seines Lebens diesen Hadith den Leuten weitererzählt, weil er Angst hatte, dass die Menschen, weil er Angst hatte, davor zu sündigen, einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Menschen nicht weiterzugeben. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer Allah antrifft, das heißt am Tag der Auferstehung, wer Allah antrifft, ohne ihm etwas beigesetzt zu haben, ohne Schirk begangen zu haben, der wird ins Paradies eingehen. Gemeint ist, ohne bestraft zu werden. Daraufhin sagte Mu'adh: Soll ich den Menschen diese frohe Botschaft nicht verkünden? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich befürchte, dass die Menschen sich darauf verlassen werden. Und ihr wisst ja, wie es ist. Sehr oft hört man diese Aussage, man vergisst aber den entscheidenden Satz des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hatte: Vom tiefsten Herzen, oder dass, als er gesagt hat, dass diese Person, die das bezeugt, allerdings ehrlicherweise bezeugt. Sidqan min qalbihi, wie der Prophet a.s. in dieser Überlieferung sagte. Dieser Hadith steht offensichtlich im Widerspruch zu anderen Hadithen, in denen es heißt, und diese sind mutawatir überliefert worden, dass es gläubige Menschen, also Muslime, geben wird, denn es gibt ja nur Muslime, die gläubig sind, dass Muslime eines Tages, manche von ihnen auch ebenfalls in der Hölle bestraft werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Die Frage ist, wie kann man diese Hadithe in Anklang miteinander bringen? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hat einen sehr schöne Worte geschrieben, diesbezüglich, die ich wie folgt zusammenfassen möchte. Und er wird erklären, wie kann man diese Hadithe im Zusammenhang verstehen. Er sagt erst einmal, Tawhid bedeutet, ihr wisst, Tawhid sprachlich bedeutet zu einem machen. Gemeint ist religiös, dass man Allah subhanahu wa ta'ala das gibt, sein Recht gibt und Allahs Recht nicht jemandem anderes gibt oder mit jemand anderes teilt. Aber er sagt, in der Praxis gesehen bedeutet Tawhid, dass die eigene Seele sich Allah subhanahu wa zu Allah subhanahu wa ta'ala wendet. Dass man sich von oben bis unten angezogen fühlt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem anordnet. Und dass man alles verabscheut, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und dass man niemals auf einer Sünde beharrt, die man begangen hat. Das heißt, er will sagen, eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala als den einen verherrlicht, eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen glaubt, ist eine Person, die in Wirklichkeit ihr ganzes Leben ausgerichtet hat nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt er, eine Person, die bezeugt, ehrlicherweise bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, das ist eine Person, die jedes Mal, wenn sie einen Fehler begeht, eine Sünde begeht, davor Abstand nimmt, damit aufhört, sich Allah reuevoll zuwendet und bereut, diese Sünde begangen zu haben. Und deswegen sagt der Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, eine Person, die so beschrieben ist, eine solche Person, selbstverständlich wird sie in das Paradies eingehen, ohne vorher bestraft zu werden und ohne vorher zur Rechenschaft gezogen zu werden. Denn auf der anderen Seite gibt es Hadithen, in denen es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aus dem Höllenfeuer werden diejenigen Menschen rauskommen, die La ilaha illallah gesagt haben
Und selbst wenn in ihrem Herzen nur Iman im Gewichte eines Gerstenkornes wäre oder im Gewichte eines Senfkornes wäre oder im Gewichte einer Ameise wäre. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass nicht nur er, sondern auch die Engel und selbst sogar Allah subhanahu wa ta'ala als allerletzter wird Fürsprache einlegen für die gläubigen Menschen, die das Höllenfeuer betreten haben. Insofern ist nicht jeder Mensch nur dadurch gerettet, dass er La ilaha illallah gesagt hat und nicht danach gehandelt hat. Denn die Engel, sie werden aus dem Höllenfeuer diejenigen Menschen rausnehmen, die gebetet haben. Weil die Engel werden fragen, wie sollen wir denn die Leute erkennen, die Muslime gewesen sind? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln sagen, ihr erkennt sie daran, dass ihr erkennt sie an den Stellen, auf denen sie sich niedergeworfen haben im Gebet, denn das Höllenfeuer, ihnen ist verboten worden, diejenigen Stellen zu verzehren vom Menschen, auf die er sich in seinem Gebet niedergeworfen hat. Und das sind die Nase mit der Stirn, dann die beiden Handflächen, dann die beiden Knie und dann die Fußzehen, auf denen man sich niederwirft. Aber diejenigen Menschen, die nicht gebetet haben, wie sollen die Engel sie denn erkennen? Deswegen bleiben sie dort in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Die meisten Menschen, sagte er, rahimahullah, die dieses Wort sagen, das Wort ist gemeint hier mit La ilaha illallah. Sie sagen es aus purer Nachahmung ihrer Vorväter oder weil es einfach Gewohnheit geworden ist. Die Leute um ihn herum sagen es, deswegen sagt er es auch. Aber in Wirklichkeit, er weiß nicht, was es bedeutet. Und er hat auch nicht die Süße des Glaubens geschmeckt. Sie ist nicht in sein Herz vorgedrungen. Und er sagte, das sind diejenigen Menschen, die im Grabe bestraft werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über denjenigen Menschen, der nicht gläubig war im Grab, wenn er gefragt werden wird, wer ist dein Herr, was ist deine Religion, wer ist dein Prophet, dann sagen sie immer, ja, ich habe das einfach gesagt, was die anderen auch gesagt haben. Das war's. Das ist seine Antwort. Und diese Personen stehen den anderen, die Allah im Koran genannt hat, sehr nahe. Über sie es heißt, wir haben unsere Vorväter auf einer Religion vorgefunden und wenn wir ihnen folgen, dann werden wir schon rechtgeleitet sein. Die erste Kategorie von Menschen, die La ilaha illallah sagen, sind diejenigen, liebe Geschwister, die es mit Ikhlas sagen und mit Yaqin, das heißt mit vollkommener Überzeugung, mit Gewissheit und die niemals auf einer Sünde beharren, wenn sie sie begangen haben, sondern sofort wenden sie sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zu. Sie lieben das, was Allah angeordnet hat. Sie empfinden keine Abscheu gegen das, was Allah verboten hat. Das ist diejenige Person, sagte Sheikh al-Islam, die ins Paradies eingehen wird, ohne vorher bestraft zu werden und ohne vorher zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die zweite Person ist diejenige, die zwar auch La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah gesagt hat und vom großen Schirk befreit ist, also die nicht begangen hat, aber er hat Sünden begangen, wie jeder andere Mensch auch, aber diese Sünden waren nicht so viele, dass sie, liebe Geschwister, seine einzige gute Tat oder die wesentliche gute Tat, die er gemacht hat, überwiegen. Das heißt, er hat La ilaha illallah gesagt, er hat Sünde begangen, aber sie überwiegen nicht. Und deswegen kennt ihr alle den Hadith des einen Menschen, der so viele Sünden begangen hat, dass seine Schriftrollen, wenn sie am Tag der Auferstehung ausgerollt werden, sind sie so lange, wie das Auge sie reichen, soweit das Auge sehen kann. Und trotzdem wird ihm vergeben werden durch La ilaha illallah, durch sein Muslimsein, weil diese Sünden, die er begangen hat, eben diese Hasana nicht überwiegen. Und er wird ins Paradies eingehen, sagte er, rahimahullah, aber die Stufe, die er erlangen wird, ist entsprechend seiner Sünden, die er begangen hat, oder entsprechend viel oder wenig seiner Sünden, die er begangen hat. Und die dritte Kategorie von Menschen sind diejenigen, die zwar La ilaha illallah gesagt haben und danach gehandelt haben, aber leider haben sie so viele Sünden eingefangen, dass sie ihre guten Taten überwiegen. Und das sind diejenigen Menschen, für die es verpflichtend geworden ist, dass sie durch das Höllenfeuer gereinigt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und er sagte, rahimahullah, diese Sünden haben dann dazu geführt, dass sein Iman schwächer geworden ist. Und das ist genau der Punkt. Er sagte, rahimahullah, die Person hat vielleicht La ilaha illallah von tiefstem Herzen gesagt.
und auch ehrlicherweise gesagt. Aber später hat er Sünden eingefangen und erworben, die seinen Iman geschwächt haben, sodass er dieses Wort, La ilaha illallah, zwar noch sagt, aber nicht mehr mit derselben Überzeugung wie und derselben Gewissheit, wie er am Anfang es gesagt hat. Und er sagte, rahimahullah ta'ala, welche Folgen so etwas haben kann, wenn man solche Sünden begeht und den Iman und dieses Wort des Ikhlas, das La ilaha illallah, geschwächt sind, was das für Folgen hat. Und deswegen hör gut zu, lieber Bruder, liebe Schwester, und das, auf dass du, wenn du merkst, dass du zu diesen Menschen gehörst, schnellstmöglich die Handbremse anlegst. Er sagte, die meisten Menschen, die solche, er sagte, wenn man viele Sünden begeht, dann fällt einem das La ilaha illallah sagen auf der Zunge sehr schwer. Und das Herz sagt es auch nicht so einfach. Und man verabscheut die rechtschaffene Tat. Und es fällt einem schwer, den Koran zu hören, ihn zuzuhören, ihn zu lesen. Und man freut sich und ist zufrieden, wenn andere Namen erwähnt werden außer Allah, wenn anderen gedenkt wird außer Allah. Und man ist zufrieden im Herzen, wenn man Nichtigem zuhört. Und man hat auch kein Problem damit, mit Leuten zusammen zu sein, die unachtsam sind Allah gegenüber. Und man verabscheut es, mit den Leuten der Wahrheit zusammen zu sein. Das sind allgemeine Worte, jetzt wollen wir sie versuchen, auf die heutige Realität anzuwenden. Leute, die damit zufrieden sind und ihr Herz beruhigt ist, wenn sie etwas Nichtiges hören, wenn sie Unsinniges hören, wenn sie Sachen hören, die keinen Sinn machen, wie zum Beispiel Lügen oder schlechtes Gerede oder Musik oder Gesang oder Sendungen verfolgen, die ganzen Serien, die es im Fernsehen gibt und so weiter und so fort. Und ihr wisst, liebe Geschwister, Ramadan ist vor der Tür und es gibt Shayatin, Satane, die extra Sendungen machen in Ramadan. Also das heißt, die machen 30 Folgen, das ist unglaublich, die machen 30 Folgen, weil sie wissen, dass viele Muslime am Abend im Ramadan vorm Fernseher sitzen und diese 30 Folgen anschauen werden, unter 29. Und am Eidtag dann auch die 30. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns zufrieden fühlen mit so etwas, ich brauche natürlich auch nicht die Namen zu erwähnen, dieser Sendungen und dieser Serien und dieser Sachen, die im Fernsehen kommen, weil jeder von uns kennt das und das ziemt sich auch nicht für einen Khatib auf dem Mimbar des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, solche Namen von Fussaq, von Frevlern zu erwähnen. Oder, liebe Geschwister, dass man zum Beispiel sich mit Leuten immer aufhält, die sich niemals über Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion unterhalten. Immer nur über das Auto, über das Flugzeug, über die Urlaub, über das Reisen, über das Essen, über das Trinken, über weiß nicht was. Das heißt, sie lenken einem ab von dem, was eigentlich wichtig ist. Er sagte, rahimahullah ta'ala, und damit enden wir inshallah, wenn eine Person in solch einem Zustand lebt, dann sagt sie zwar La ilaha illallah, aber es kommt nicht von tiefstem Herzen. Und der Beweis ist, dass seine Taten, seine Aussagen nicht miteinander übereinstimmen. Und auf die Art und Weise, wie Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala diese Hadith erklärt hat, wird es sehr deutlich, dass der gläubige Mensch, der La ilaha illallah sagt, auf vollkommenste Art und Weise, das ist diejenige Person, die sich Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ergeben hat, nicht nur mit dem Herzen und auch nicht nur mit den Taten, sondern auch mit den Aussagen, die man mit der Zunge tätigt. Und das ist eine Person, ganz wichtig, die, wenn sie eine Sünde begangen hat, wendet sie sich Allah subhanahu wa ta'ala reuvoll zu und bittet ihn aufrichtig um Vergebung, weil sie weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese verrufene Sache überhaupt nicht mag. Vielmehr verabscheut er sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.